Hi, hier ist Lukas von Birdie Train mit dem zweiten Video der Schwunganalyse von Marcel Siem. In dem ersten Video haben wir die technischen Zusammenhänge beleuchtet und wie Marcel es schafft, aus ungewöhnlichen Positionen sehr erfolgreiches Golf zu spielen. Guck doch gerne auch den ersten Teil dieser Schwunganalyse-Serie an, wenn du es noch nicht getan hast. In diesem Video geht es jetzt mehr darum, was du von Marcels Schwung lernen kannst, welche Elemente du übernehmen kannst, um dein eigenes Spiel zu verbessern. Wir gucken uns als erstes in der Down-the-Line-Perspektive das Setup an und da fällt auf, dass Marcel einen recht entspannten Oberkörper hat, also keinen extrem geraden Rücken, keine durchgedrückte Wirbelsäule, die Schulterblätter sind nicht nach hinten gezogen, der Kopf, der Nacken ist entspannt und leicht nach unten geneigt. Und das ist etwas, was ich definitiv empfehle, also diesen besonders geraden Rücken, dieses in Anführungszeichen athletische Setup, ist definitiv nicht, was ich empfehlen werde und empfehlen würde, einfach weil es die Drehung einschränkt und andere ungünstige Komplikationen dazu kommen. Allerdings, was ich nicht empfehle bei Marcels Setup, ist die Tatsache, dass der rechte Arm sehr gestreckt ist. Ich würde lieber sehen, dass der linke Arm leicht rechts des rechten Arms zu sehen ist in der Ansprechhaltung, indem sich der rechte Arm auch so ein kleines bisschen mehr abwinkelt und mehr Richtung rechter Hüfte bewegt. Das hilft einfach, dass sich der rechte Arm im Rückschwung mehr in eine gewünschte Position bringen kann. Marcel hat ein kleines bisschen mehr Kniewinkel, als ich es jetzt empfehlen würde, aber das hat keine großen Auswirkungen. Ansonsten vom Körper her ist das etwas, wie man es gerne nachmachen kann. Eine Auffälligkeit ist noch in seiner Ansprechhaltung und zwar, dass er den Ball etwas mehr mit der Spitze ansetzt. Man kann ganz gut sehen, dass der Ball so ein kleines bisschen mehr an der Spitze liegt und das hat damit zu tun, dass Kompensationen, die Marcel im Abschwung an den Tag legt, mehr dafür sorgen, dass er mit der Hacke treffen würde. Und dadurch, dass Marcel das einfach mit einer hohen Genauigkeit wiederholen kann, seine Bewegung, ist es einfach so, dass er, wie gesagt, sonst immer mit der Hacke treffen würde und das würde natürlich dazu führen, dass er nicht auf dem Niveau spielen kann, auf dem er es tut. Und er hat angefangen, den Ball mehr zur Spitze hinzulegen. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Du wirst überrascht sein, wie viele Profis den Ball nicht genau mit der Mitte der Schlagfläche ansetzen und wie viele Profis die Schlagfläche nicht genau gerade Richtung Ziel ausgerichtet haben. Also man muss nicht immer alles neutral machen, wenn man seinen Schwung oder wenn man ein gewisses Muster eben absolut wiederholbar an den Tag legen kann, dann kann man durchaus in Anführungszeichen tricksen. Ich will es aber gar nicht unbedingt Tricks nennen, sondern einfach nur eine sinnvolle Reaktion auf das eigene Muster an den Tag legen. Und wie gesagt, Marcel legt den Ball aufgrund sonst erfolgenden Hackentreffern mehr zur Spitze. Luke Donald ist zum Beispiel noch jemand, der den Ball auch relativ stark mit der Spitze ansetzt. Wenn du den Ball mehr mit der Hacke theoretisch beziehungsweise mehr mit der Spitze treffen würdest, dann kannst du den Ball natürlich auch gerne etwas mehr zur Hacke legen in der Ansprechhaltung. Wenn du dann tatsächlich zum Beispiel eben den Ball mehr zur Hacke legst, wenn du den Ball mit der Spitze sonst treffen würdest und tatsächlich dann einige Bälle sogar schon mit der Hacke triffst, dann kannst du es natürlich wieder weniger machen. Aber wie gesagt, das ist eine total sinnvolle Reaktion auf das eigene Schlagmuster. Genauso eben auch, was die Richtung betrifft, kannst du sehr gerne die Schlagfläche leicht anders orientieren. Wenn du den Ball immer nach rechts schlägst zum Beispiel, probier doch gerne mal aus, einfach die Schlagfläche 1, 2, 3 Grad, je nachdem, was eben für dein Schlagmuster das Beste ist, leicht mehr nach links zu orientieren. Und sehr wahrscheinlich wirst du eben über eine hohe Anzahl von Schlägen insgesamt ein besseres Muster erkennen können für dich. Wenn wir das Setup noch aus der Face-On-Perspektive betrachten, dann fällt als erstes auf, dass Marcel einen recht schwachen Griff hat. Das bedeutet vor allen Dingen die rechte als auch die linke Hand ist etwas stark nach links gedreht und das sorgt dafür, dass sich die Schlagfläche im Schwungverlauf tendenziell öffnen wird. Und das würde ich definitiv, also so einen Griff kann ich definitiv keinem Spieler empfehlen. Vor allen Dingen Slicern nicht, bei dem eben die Schlagfläche dann zur Schwungbahn geöffnet ist. Und ich empfehle eine stärkere Griffhaltung, bei dem beide Hände, vor allen Dingen aber auch die rechte Hand, mehr nach rechts gedreht ist. Und dann würde auch eben, wie im linken Bild besprochen,
die rechte Hand nicht ganz so stark sein, beziehungsweise der rechte Arm nicht ganz so stark gestreckt sein und nicht so über dem linken Arm zu sehen sein. Was ich allerdings absolut empfehlen kann in Marcells Setup ist die Tatsache, dass er die Füße leicht nach außen dreht. Also die Füße sind nicht genau gerade, sondern man sieht, dass die Füße leicht nach außen gedreht sind und das hilft, den Unterkörper besser einzusetzen und das hilft auch, vor Verletzungen zu schützen im Kniebereich, im Unterkörper, im Hüftbereich. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Füße leicht nach außen zu drehen, so wie es Marcel hier demonstriert. Der letzte Punkt zur Ansprechhaltung ist, dass man sieht, dass der Kopf so ein kleines bisschen mehr nach rechts geneigt ist. Solltest du von außen kommen, sollte deine Schwungrichtung zu viel nach links erfolgen, dann kannst du gerne den Kopf ein kleines bisschen mehr nach rechts neigen. Das hilft, dass auch die Schwungrichtung tendenziell etwas mehr nach rechts erfolgt. Wenn wir uns dann den Rückschwung angucken, dann sehen wir, dass Marcel die Schlagfläche von Position 1 zu Position 2 bedeutend öffnet. Ich würde eigentlich gerne eine Schlagfläche sehen, die so in etwa parallel zu der Oberkörperneigung ist. Wir sehen, dass Marcells Schlagfläche bedeutend offener als das ist. Er hat neben dem schwachen Griff die Schlagfläche zusätzlich durch Unterarmrotation und durch ein Abknicken des linken Handgelenks in eine noch offenere Position gebracht. Und das wird gleich dafür sorgen, dass er im Abschwung sehr viel kompensieren muss. Und das kann ich eben nicht raten. Ich würde dir raten, dass deine Schlagfläche mehr parallel zu der Wirbelsäulenneigung hier ist. Im obersten Punkt kann man dann noch zusätzlich sehen, die Schlagfläche ist eben oder weiterhin sehen, die Schlagfläche ist stark geöffnet. Das linke Handgelenk ist weiterhin sehr stark dorsal, sehr stark abgeknickt. Ich würde mehr empfehlen, dass das Handgelenk und der Unterarm mehr eine gerade bilden, um die Schlagfläche einfach schon früher zu schließen und das wird dir bedeutend einfachere Mechanismen im Abschwung dann erlauben. Allerdings, was sehr positiv ist und was als absolut nachahmenswert einzustufen ist, ist die Körperposition, die wir hier im linken Bild sehen können. Anfangs kurz erwähnt hat Marcel relativ viel Kniewinkel, was wie gesagt überhaupt nicht dramatisch ist. Man kann aber sehen, und das hat jetzt auch nichts mit dem etwas erhöhten Kniewinkel zu tun, Marcel streckt das rechte Bein und das linke Knie kommt ein bisschen nach innen und kommt ein bisschen nach vorne. Also man kann hier, wenn man auch noch Face-On anguckt, kann man sehen, dass das Knie, linke Knie nach innen wandert und eben ein kleines bisschen nach vorne Richtung Ball. Und diese Arbeit des Unterkörpers ist eminent wichtig, um eine passende Arbeit des Oberkörpers und des Rumpfes zu unterstützen. Also das rechte Bein sollte sich in der Tat leicht strecken, natürlich nicht so stark strecken, dass wirklich Spannung oder eine Dehnung hinten drauf kommt, aber eine Streckung, die graduell erfolgt, je länger der Rückschwung dauert, desto mehr geht das rechte Bein Richtung Streckung, das linke Knie oder das linke Bein, wie gesagt, kommt etwas nach innen und nach vorne. Und diese gute Arbeit des Unterkörpers erlaubt eben eine gute Drehung des Oberkörpers, dass man eben überhaupt drehen kann und vor allen Dingen auch, dass man, oder nicht nur, nicht vor allen Dingen, aber es erlaubt eben eine passende Drehung und diese passende Drehung wird dann auch definitiv ohne Gefahr erfolgen, sich zu verletzen oder auch Schmerzen zu erhalten. Also wir wollen eine Freiheit für die Bewegung haben und keine starke Verfringung generieren. Die Arbeit des Oberkörpers im linken Bild ist eben auch vorbildlich. Der Oberkörper hat voll gedreht, die linke Schulter ist tiefer als die rechte Schulter und dementsprechend hat er das Armsystem passend an die Körperdrehung koppeln können. Was ich damit meine ist, dass er die Arme nicht stark gehoben hat, sondern der linke Arm ist in etwa auf der gleichen Höhe wie die Schulterlinie, wie wir sehen. Und das ist definitiv eine Position, die ich absolut empfehle und die ich als vorbildlich beschreiben würde. Wir sehen, das Griffende ist so in etwa auf Höhe der Fersen, oder der rechten Ferse besser gesagt. Und diese Position auch der Arme, also linke Arme in einer Linie mit den Schultern in etwa, Griffende in etwa auf Höhe der Ferse, das ist eine absolut vorbildliche Position. Wie gesagt, hat Marcel diese erreicht, indem er den Unterkörper passend eingesetzt hat, das rechte Bein gestreckt, das linke kam nach vorne, der Unterkörper hat richtig gedreht, dadurch konnte der Oberkörper richtig drehen, da werden wir auch gleich noch in der Face-On-Perspektive drauf eingehen, dadurch konnte er das Armsystem an die Körperdrehung koppeln, er hat die Arme nicht stark gehoben und das Griffende kam nach hinten oben. Das einzige
Was hier noch auffällt, ist, dass der Schlägergang etwas gekreuzt ist, also hier etwas nach rechts zeigt. Das ist nur dann ein größeres Problem, wenn du einen relativ kurzen Rückschwung hast. Dann würde ich es präferieren, dass der Schläger nicht oben gekreuzt ist, denn dann wird es sehr schwer, den Schläger auf eine günstige Art und Weise wieder von innen an den Ball zu bekommen oder dass der Schläger eben flach genug werden kann. Ist dann schwierig, wenn du eben eher kurz ausholst und der Schläger stark gekreuzt ist. Wenn wir jetzt uns noch die Arbeit des Körpers in der Face-On-Perspektive betrachten, dann male ich hier immer eine Linie an den Unterkörper und an den Oberkörper. Und wie wir schon besprochen haben, ist die Arbeit des Unterkörpers sehr wichtig. Wir können jetzt hier noch erkennen, dass der Unterkörper ein kleines bisschen Richtung Ziel wandert und auch als Folge dessen der Oberkörper ein kleines bisschen weg vom Ziel wandert. Der Oberkörper also so ein kleines bisschen hier nach rechts geneigt ist aus Marcells Perspektive. Und diese Neigung ist prädestiniert dafür, den Slice eliminieren zu können. Also mit so gut wie jedem Slicer werden wir diese Position anstreben, einfach weil diese Position enorm dabei hilft, mehr von innen an den Ball kommen zu können. Wenn der Unterkörper ein kleines bisschen Richtung Ziel arbeitet, der Oberkörper ein kleines bisschen weg vom Ziel. Natürlich brauchen wir dann dazu noch ein passendes Armsystem und eine passende Schlagflächenstellung. Wir brauchen auch passende Voraussetzungen, aber um eine Schwungrichtung von innen auf eine passende Art und Weise ohne große Kompensationen und wiederholbar an den Tag legen zu können, ist so ein Pivot, wie wir das nennen, also so eine Körperarbeit, absolut empfehlenswert. Der Unterkörper dreht und geht dabei ein ganz klein wenig Richtung Ziel und der Oberkörper geht ein ganz klein wenig weg vom Ziel. Wir sehen natürlich auch, dass das absolut in Maßen ist. Ich würde jetzt auch definitiv nicht empfehlen, dass der Oberkörper besonders stark vom Ziel weggeht, besonders stark nach rechts geht. Wir sehen auch, dass es eben nicht damit zu tun hat, dass man das Gewicht ganz stark auf den rechten Fuß bringt. Wir sehen eben, der Unterkörper geht sogar ein kleines bisschen Richtung Ziel. Also es hat nichts mit einer Gewichtsverlagerung nach rechts zu tun, sondern mit einem Verhältnis zwischen Unterkörper und Oberkörper, das dafür sorgt, dass der Oberkörper so ein ganz kleines bisschen nach rechts geneigt ist. Das ist eben eine Position anti-Slice. Wenn man sogar zu viel von innen kommt, das gibt es natürlich auch, dann würde ich diese Position versuchen zu verhindern. Also nehmen wir mal an, Marcel würde zu viel von innen kommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass er es tut, aber nehmen wir es einfach mal an. Dann würde ich in der Tat ihm empfehlen oder eben Spielern, die von innen kommen und dieses Muster eben aufweisen, dann würde ich empfehlen, dass man eben nicht erlaubt, dass der Unterkörper hier etwas Richtung Ziel geht und der Oberkörper weg vom Ziel. Damit will ich jetzt auch nicht sagen, dass der Kopf Richtung Ziel gehen sollte. Es kann vielleicht ein Gefühl des Spielers sein, aber es sollte einfach nur dafür sorgen, dass man dann mehr übereinander dreht und ein geraderes Verhältnis von Unterkörper zu Oberkörper hat, als Marcel es hier demonstriert. Über den Abschwung werden wir jetzt nicht allzu viele Worte verlieren, einfach aufgrund der Tatsache, dass Marcel eben einige Kompensationen an den Tag legt, die relativ einzigartig sind und sicherlich auch nicht dafür gedacht sind, dass man als Amateur oder generell als irgendein Golfer diese versuchen sollte nachzuahmen. Was du eben mitnehmen kannst, sind die Punkte aus der Ansprechhaltung und aus dem Rückschwung, die absolut vorbildlich sind, bis auf die geöffnete Schlagfläche. Und diese Punkte solltest du auf jeden Fall übernehmen. Den Abschwung, wie gesagt, werden wir ausklammern aufgrund der Tatsache, dass es hier einfach zu vielen Kompensationen kommt, die man nicht jedem Golfer raten kann. Wenn du dir diese Zusammenhänge allerdings angucken willst, dann, wie gesagt, gibt es da ein Video darüber, beziehungsweise es ist das erste Video dieser Schwunganalyse, wo wir die technischen Zusammenhänge von Marcells Schwung beleuchten. Guck dir dieses Video doch gerne an, abonniere dazu auch gerne unseren Kanal. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du auf Gefällt mir klickst. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.